Schnell kamen neue Arten von Lasern mit verschiedenen laseraktiven Materialien wie Gas, Festkörper, Flüssigkeit oder Plasma. Die Geräte wurden mit den Jahren kompakter, unempfindlicher und effizienter und fanden Einzug in fast alle Bereiche der Wissenschaften, in die Materialbearbeitung und in die Medizintechnik. Sogar aus der Unterhaltungs- und Kommunikationstechnik ist der Laser nicht mehr wegzudenken. Der Laser war eine Erfindung, die auf der Suche nach einer Anwendung war, hatte man gespottet. Doch in Wahrheit war der Laser die Erfindung, auf die man lange gewartet hatte, weil man sie für den technischen Fortschritt in anderen Gebieten dringend brauchte, nahezu überall. Das ist bereits Realität und findet tagtäglich tausendfach seine Anwendung. Der Laser ist aus unserer modernen Welt nicht mehr wegzudenken und dringt jeden Tag in neue Anwendungsbereiche vor. Doch was wird die Zukunft bringen? Wohin geht die Entwicklung des Lasers?